Guten Tag, mein Name ist Dr. Philipp Herford. Früher war ich Zahnarzt, jetzt bin ich Psychotherapeut. Was andere Psychologen in 2 Jahren Therapie nicht schaffen, erreiche ich mit dem Patienten in 2 Stunden. Garantiert. Nee, Helfersyndrom. Es tut mir so leid, ich weiß nicht, was ich Falsches gesagt habe. Kann ich irgendetwas tun? Wegen unserem Arbeitsessen morgen Abend. Ich habe schon leckere Sachen eingekauft. Ja, bring ich mit, ist gut. Roten Wein, guten Abend. Hier ist noch ein Brief für dich. Ich? Wegen dem Elternsprechtag. Gut, gut, jetzt haben wir ja kapiert. Na, hier, es ist reingegangen. Ich bring dich um! Herr Dr. Herford, der Zeitrahmen ist verstrichen. Haben Sie Ihr Ziel verfehlt? Entschuldigung? Hallo. Ja. Dann müssen Sie erstmal verkabeln, dann können wir hier. Ja, nur zu. Ich bin hier. Na? Oh. Bin ich weh? Was fliegen Sie im Fernsehen? 150 am Tag. Am Tag? Hier so. Na, hier. Herr Dr. Herford, war das nicht eine sehr gefährliche Situation in der JVA für Sie? Nö. Na, man muss in den Widerstand reingehen. Na? Zack! Auge des Orkans, reißende Strömung. Und nur so kann ich auch das Herz des Patienten erreichen. Hier. Fokus. Da. Aber bedeutet das nicht, dass der Herr Ossenbach jetzt Verlängerung bekommt? Ja. Hat sich aber auch besser kennengelernt dadurch. Vorbereitet auf die Freiheit. In 11 Jahren. Ja. Manche Leute haben tolle Bücher geschrieben im Gefängnis. Todmacher. Papillon. Die Schachnovelle. Schachnovelle. Herford. Dr. Herford. Natürlich, Entschuldigung. Kommen Sie doch rein. Oh. 16? Lange ist her. Die 70er. Ha? Sexuelle Revolution. Lange Haare, Pflastersteine, links. Na? Jetzt haben wir der gleichen Pent. Frau Wagner? Gehört schon zum Establishment. Ja, gut. Ich war auch mal Studentin. So. Schön am hier sein. Ja! Also, Ihr Sohn Jakob? Ja, Brachbursche. Hat Fehlzeiten von über 20%. Streiche, Adoleszenz, Suche, kein Mal. Ne? Und seine Noten haben sich dramatisch verschlechtert. Sie müssen wissen, die Scheidung, seine Mutter hat ihm stark zugesetzt. Sie hat häufig wechselnde Geschlechtspartner. Interessant. Aber das ist leider nicht das eigentliche Problem. Wir haben diese Fotos bei ihm gefunden. Sie müssen meine Assistentin und ich haben eine offene sexuelle Beziehung, kann man nur sagen. Mein Sohn Jakob, der. Ja, hier, ne? Das ist bei meiner Frau, zu Hause im Whirlpool. Ach, der Holger, sein Freund. Ja, die Jungs hier mal gegenseitig hier fotografiert. Bisschen Party machen und? Ja, gucken Sie mal weiter.
Ihren Sohn erkennen Sie ja. Da auf ihm ist Rüdiger Wilms aus Jakobs Parallelklasse und da unter ihm ist Herbert Friedert. Wer hat diese pornografischen Bilder gemacht, Frau Wagner? Gucken Sie doch, er hat einen Selbstauslöser in der Hand. Gucken Sie genau hin. Wir sind in der Orientierungsphase, klar? Dr. Herford, aber diese Bilder zeigen Minderjährige bei sexuellen Handlungen. Jakob darf solche Bilder weder aufnehmen, noch sie mit an unsere Schule bringen. Dass ihr Sohn homosexuelle Beziehungen... Homosexuell? Ist für uns nicht mein Sohn Jakob, homosexuell? Passen Sie auf, was ich sage, okay? Mein Sohn ist schwuler Pornograf. Eine Unverfrorenheit, Frau Wagner. Nicht mit mir, klar? Doktor Herbert, beruhigen Sie sich. Wir wollen doch einen Skandal vermeiden. Skandal? Wer hier denn den Skandal gemacht? Na, ich werde alle zur Rechenschaft ziehen. Die Schule, ich werde die Jungs besuchen, die Eltern, alle hier. Schwanz ab, das werde ich Ihnen sagen. Ihr Frau, der steckt doch alle unter der Decke hier. Lumpenpack hier. Also, ich muss das dann noch mal mit dem Schulrat sprechen. Herr Dr. Herford? Ja. Aus den 20ern hier. Antik. Mein Vater noch. Teures Teil. Ich habe als Kind schon mitgespielt. Dadurch ist die Liebe zum Zahn entstanden bei mir. Mal, wie weit? 3, 2, 1. Meins. Deins. Höchstbietender. Lilliput. Schluss. Jagen sie sich gegenseitig hoch. Man glaubt es kaum. Nochmal ein Gebot. Zack. Wo? Oh. Wie viel hat's gebracht? 1,25 Euro. Ja? Nein, Großmami, 2000 Stutz für ein Pflegeheim, das ist einfach zu viel. Nein, ich hab's für die sonst mal, jetzt für die Hinterkappel mal nachgeschaut. Und sonst, weißt du, du bist wirklich geistig und psychisch nicht mehr ganz auf der Höhe und körperlich, von dem schwätzen wir gerne nicht. Das ist ich dir nächste Woche eben von Exit vorbei. Gell? Da kann man auch mit Spritzen, kann man da ganz einfach. Gell? Dann kannst du sanft Tschüss sagen. Ös. Ich muss jetzt Schluss machen, Großmami. Ciao, habe ich gesagt. Tschüss. Mein Vater war Militärzahnarzt bei der Schweizer Garde. 1972 hat er dann gekündigt. Dann sind wir hier nach Deutschland gekommen. Sie können sich ja vorstellen, wie wir hier behandelt worden sind. Schlimm. Wie Türken. Wegen dem Dialekt. Ihr Vater wollte nach Deutschland? Eigentlich wollte er die unmenschlichen Umstände in der Schweiz anprangern. Er war ein Freidenker, ein Rebell. Ja, wie ich. Er wurde politisch verfolgt. In der Schweiz? Hm. Kennen Sie die Schweiz? Inzest und Tunnelblick. So, nur so. Politisches Baumsägen im offenen Herzen, kann man sagen. Überall Spione, wie in der DDR. Ex-DDR. Ein gekaufter Strich, Junge. Hat meinen Vater eine Falle gestellt. Der hat sich nackt einer Zahnbehandlung unterzogen und dann sind die Bilder aufgetaucht. Er konnte nicht gewinnen. Er war ein Ästhet. Er war rein von Gedanken, zu solchen schmutzigen Gedanken. Und mein Vater homosexuell. Gott bewahre. Homosexuell. Junge, bist du groß geworden? Sag mal, ist Mama da? Nö. Warum? Ja, dann komm mal ran. Hm? Kurz. Hm?
Das war mit Mädchen und so in der Schule. Ist gut, oder? Mittel. Und alles Zicken. Aber fotogen. Doch vor 2 Monaten die Spiegelreflex ausgeliehen. Ja. Und? Die war nicht zum Rumspielen gedacht. Hm? Wenn du sie mir schenkst. Jakob, jetzt bist du 17. Spiel doch mal ein Kriegsspiel. Jakob hat mir nicht zu was gezwungen. Der neue Freund von Mami, hat er dich angefasst? Dieser Martin? Hä? Weißt du, dass du hier harte Zeiten durchmachst? Aber vergiss die männliche Kraft nicht. Hier. Handbefriedigung macht dein Papa auch. Ja, ich mach's auch. Ja, ist vollkommen okay. Wir sind Stehenpinkler, wir kriegen das hin, Jakob. Ja, Papa, ich stehe nicht. Du willst auf. Allein sein. Unverstanden. Wir gehen? Klar. So, hier noch mehr. Hier. Ja? Nicht, dass du das Polsterfall machst. So. Ja. Hier können Sie bitte gehen. Dann gehen Sie wenigstens aus dem Bild. Die Menschen sind ja alle irgendwie zweigeschlechtlich. Yin und Yang. Mick Jagger, David Bowie. Da sind zum Beispiel auch jede Menge Frauen gehabt. Ja. Also ich bin kein sogenannter Promi-Therapeut. Gut, Frau Rosenhuber, kennen Sie ja? Jacqueline Rosenhuber vom Musikantenstadl. Sie ist bei mir in Behandlung. Und gibt es noch einige andere Prominente, klar. Wen kennt man da? Da darf ich nicht drüber sprechen. Verstehen Sie, ich würde ihn gerne, aber... So, oh, bald tanken. Fehlt Ihnen Ihr Mann, Frau Rosenhuber? Wen habe ich meinen letzten Hit geschrieben? Die Natur ruft. Die Natur ruft? Ich meine, heutzutage in inneren Blutungen während einer Fettabsaugung zu sterben, das müsste nicht sein. Ja, Polen. Er war ein sparsamer Mensch, oder? Ob ich wohl jemals wieder ohne ihn auf der Bühne stehen kann? Noch ist das Medienecho stark. Das müssen Sie mitnehmen. Herr Rosenhuber. Ihr Talent. Können Sie sich überhaupt darüber freuen? Hm?
haben wir immer zusammen im Stadion gesungen. Und jetzt ist er weg. Er ist einfach weg. Ich meine, sie nehmen ja auch was mit und die Tantiemen, die fließen ja kräftig weiter. War er nicht auch ihr Manager? Von Geldern verstehe ich nichts. Ich bekomme schon immer Herzklopfen, wenn ich nur ins Kopfrechnen denke. Ich finde es gut, dass Sie sich nicht nur psychisch, sondern auch finanziell auseinandersetzen. Und da muss ich Ihnen schon ein Kränzchen binden. Sie haben mir schon bei den Zähnen geholfen. Ein Schluck Wein? Vielleicht ein Schlückchen. Sie auch finanziell coachen. Noch Wein. Schlaf doch einfach weiter. Das ist unser Wein. Und es ist nach 6 Uhr. Philipp, das Essen, du hast es mir versprochen. Wo kann man denn hier den Stuhl verstellen? Sag mal, wir sind jetzt im wichtigen Kern bei der Patientin, okay? Lass uns das Essen verschieben. Verschieben? Hm. Saibling in Senfsoße auf Kartoffelgratin. Hm. Verschieben auf wann? Oh, der Rotwein ist echt toll. Lass uns in die Mikrowelle tun, morgen, okay? Du hast mit mir gefickt. Du hast dir 3.500 Euro geliehen und heute Abend willst du nicht mit mir essen? Liebst du mich? Ich kündige! Überweis mir das Geld und ruf mich nie mehr an! Rosen! Seewurst. Gut, Herr Rother, Frau Rosenhuber, auch Frau Weil, die werden jetzt erstmal in sich gehen. Aber ihre Widerstände, die werden Kräfte freisetzen, die kommen alle zurück. Ne? Das ist alles im Prozess. Meine Reibung, das ist Anziehungskraft. Ne? Das ist hier. Also nicht nur sexuell gesehen. Ja, die kommen zurück. Keine Angst. Wie fühlen Sie sich jetzt?
Zack! Ja. Zack! Das ist klar. Sie müssen schlafen, Dr. Herford. Mhm. Praxis Dr. Herford, Friederike Simonis am Apparat. Ah, Frau Herford. Nein, Ihr Mann ist leider nicht zu sprechen. Der ist in einer wichtigen Sitzung. Warum schwarz malen? Ne? Das ist die Gabe der Deutschen, typisch deutsch. Alles schlecht reden. Also ich und Pleite, das ist... Nachhaften? Ja, werde ich ihm ausrichten. Dankeschön.